super eingeparkt. Einmal alle dort vorne zum Sprecherpult von Herrn Varuna kommen. Mhm. Wo ist das Sprecherpult? Ja, ja. Ach, da! Vom Hans-Peter, Mensch. Ja, der Herr Peter wird die Wahlergebnisse bekannt geben. Raus! Doch! Du meine. Ey, wem gehört denn der Grüne da hinten? Mir? Wieso? Weil er einen Warnblinker anhat. Ey, ist jetzt egal. Alter, dieses Auto, das bringt mich noch zum Verzweifeln. Müssen sie in die Werkstatt geben. Alter, Hans, wie bist denn du da hochgekommen? Ja, ich bin ein Profi. Ey, Hans, Peter, bevor sie die Wahlergebnisse bekannt geben, ich muss meinen Blinker ausschalten. Das ist mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. Alle müssen sich mich ja hören. Also, Herr Peter, warten Sie. Oh. Der ist aber echt. Herr Stromberger. Ja? Ah, ey, runter hier, meins. Okay. Das ist nur von Hans-Peter. Alter, was springst du da runter? Bist du lebensmüde oder was? Nee. Du fast tot, Alter. Also, Ruhe bitte. Der Herr Peter verkündet nun die Wahlergebnisse. Er fängt bitte hinten an. Also, liebe Gemeinde, Grün von der Wand, ich verkünde heute die Wahlergebnisse von der. Wann war die Wahl? Letzte Woche. Auf jeden Fall letzte Woche. Als letztes hat gewonnen. Ja, was heißt gewonnen? Franz Schneider mit 3 Stimmen. Dann noch kommt dieser Lukas Müller, der seinen Warnblinker anlässt. Ja, ich hab den Blinkhebel nicht gefunden. Also ich hab zu weit dann gedrückt. Dann kommt der Marlon Neumann, der ja. Wie viele Stimmen hatte der Herr Dingster? Der Herr Müller? Der Müller hatte 6. Ah ja. Welcher Müller ist das eigentlich? Der Lukas oder Leon? Lukas, hab ich schon gesagt. Also dann haben wir den Marlon Neumann, der immer was von der Gemeinde will, also was gelten will, mit 9 Stimmen. Und als allererstes der triumphierende Wahlkandidat ist der Volker Varuna. Der am wenigsten gelten, mit 12 Stimmen. Das ist ein Glückwunsch. Vielen Dank. Natürlich auch an alle anderen Teilnehmer und Kandidaten. Somit wäre es relativ eindeutig, dass der Herr Lukas Müller, der Herr Neumann Marlon und der Herr Varuna Volker den Gemeinderat stellen. Der Herr Schneider würde im Falle eines Ausfalles als Dings da nachrücken. Also falls jemand längerfristig ausfällt. Also nochmal bitte für mein Dienstbuch. Wer ist jetzt nochmal der Gemeinderat alles? Der Herr Volker Varuna, ja. Der Herr Neumann Müller, Marlon. Marlon Neumann und der Herr Lukas Müller. Lukas Müller, Marlon Neumann und der Herr Volker Varuna. Ist das so korrekt? Ist korrekt. Ja. Nochmal hören, ja, oder was? So, dann fertig. Gut. Ich hab. Und der Herr Schneider ist nur der Stellvertreter dann im Notfall des Notfalls. Nur eines längeren Ausfalles, nicht kurzfristig, weil sonst also, könnte er ja Bestimmungen kurzfristig erheben oder so. Das wäre ja doof. Also ein Eintragen brauche ich hier nicht in die. Nein, erstmal nicht. Stadtliste. Somit sei gesagt, dass ab nächste Woche. Ab Montag sich die Bürger und wegen den zu verkaufenden Parzellen, die sich mit Produktion beschäftigen, an den Gemeinderat wenden können. Ja, aber heute, da weiß ich nicht schon mal, ob sie nicht kommen. Jo, ab nächste Woche Montag, wie gesagt. Und ab dann wird auch bekannt gegeben, oder ja, bis dahin muss sich der Gemeinderat erstmal zusammenfinden und überlegen, was denn noch alles so möglich ist. Oh, und so. Eine Ansage habe ich auch noch. Die Leute, die gerne in die Freiwillige Feuerwehr möchten, treffen sich gleich im Anschluss hier nach an der Feuerwehrwache. An welcher? Wo sind die überhaupt? An der Hauptzentrale. Ah. Das ist bei der Polizei. Wer eine Ersthelferausbildung hat, meldet sich bitte auch. Weil falls mal einem die Kettensäge ausrutscht, wäre gut, wenn da auch ein Erstversorger dabei wäre.
6, komm her. Marlon, kann ich bei dir mitfahren? Das war mit bei Feuerwehr gedacht. Ja, genau, also, deshalb sollten die Ersthelfer da mit Ausbildung auch schon mit dabei sein. Und wo schon mal alle Leute hier sind, die Polizei sucht dringend Unterstützung. Okay. Hat die Polizei zu viel Geld? Wieso? Na, wenn die so viele Gehälter zahlen können. Ich hätte ihnen ein Auto oder einen Kasten. Ich dachte, zahlen doch alles wir von uns. Hä? Was? Ja, das sag ich ja, die haben zu viel Geld. Ich glaube, die wollen uns überwachen und holen das Geld dann so von uns. Okay. Durch jeden kleinen Fehler. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen, erfolgreichen Tag und bis die Tage. Jo, ich bin auch. Tschüss. Jo. Also, wer könnte mich jemand bitte mit zur Polizei hochnehmen? Ja, ich. Nikolas. Ich will fahren. Herr Zimmermann? Ja. Herr Stromberger, kommen Sie mit. Machen Sie aber die Augen zu. Herr Zimmermann, würden Sie mich wieder mitnehmen? Ja, klar. Ah, also, supi. Möchten Sie auch hoch zur Feuerwehr? Nee, ich würde jetzt erstmal zu meinem Feld müssen. Außer Sie fahren da jetzt nicht unbedingt vorbei. Ich habe Sie gerade nicht richtig verstanden. Ich verstehe sie immer noch nicht. Ja, fahren Sie mal zur Feuerwehr. Ich suche mir eine andere Mitfahrgelegenheit. Nee, sie kann richtig mitfahren. Ah ja, okay. Gut. Müssen nur einsteigen. Jo, so. Ja. Dann könnte ich auch gleich nochmal einen kurzen Telefonat führen. Jo. Hallo? Hallo. Du hattest gerade probiert, mich anzurufen. Ich hatte da so eine SMS offen. Sie sind ja jetzt wieder Gemeinderat. Ja. Wie schaut's dann aus mit dem Kredit, also wie das dann funktionieren würde? Ja, das müssen wir jetzt noch besprechen unter dem Gemeinderat. Wir haben ja da noch keine Lösung erarbeitet. So schnell funktioniert es leider nicht. Wir müssen uns als Gemeinderat jetzt erstmal zusammenfinden und dann diskutieren, was wir da tun können. Und dann wird man weiterschauen. Aber Ihnen ist bewusst, dass es bei dem offiziellen Kredit darum geht, nicht wie viel Bargeld Sie haben, sondern eigentlich eher darum, wie viel Land und Fahrzeugbesitz. Ja. Okay, gut. Wie viel haben Sie denn da ungefähr? Wissen Sie das auswendig? Ja, ich habe halt eben den Hof, das Feld und eben ein paar Traktor, Mähwerk. Ja, das kann ich so jetzt nicht einsehen. Aber, ja. Jetzt, okay. Ich komme eben mal gerade nicht in die Stadt rein, wegen den Grenzen hier so. Ja, die Kontrollen haben wieder zugenommen. Eben. Okay. Ja, aber dann müsste man das einfach bei der Bank nochmal erfragen. Oh, Moment kurz. Moment. Oh, Herr Zimmermann, fahren Sie mal ein bisschen angenehmer. Ey, mir ist gerade fast schlecht geworden. Ja, weiß ich auch nicht, dass irgendwie ein kleines Manko an dem Auto. Ja. Das bringt VW da zu schlechte Profile auf die Reifen. Das ja, dann lassen Sie mal nachgucken beim Herrn Racex. Ja, hatte ich eh schon vor. Gut. Hatte der Polizist auch schon für so Probleme vorhin, sagte er. Ja, aber das soll allgemein bei der VW-Serie sein, keine Ahnung. Nee, das liegt daran, dass, also auf RP, Reamod. Ja, ich weiß, ich wollte gerade nur ein bisschen verpacken. Gut, aber nee, muss man halt ein bisschen vorsichtiger fahren hier. Fahren Sie nicht immer so schnell. Gut, ich telefoniere mal kurz weiter. So. Ja. Sie üben? Ja. Ja, das ist ja gut. Ach, das hat man ganz vergessen, gell? Sie wollten doch eigentlich hier was zum Besten geben. Ja, aber wenn ich jetzt eben nicht mehr über die Grenzen komme, ist auch blöd, ne? Ja. Okay, gut. Ich muss mal aussteigen und mich vom Herrn Zimmermann verabschieden. Bis gleich, kurz. Jo. So, vielen Dank fürs Herbringen. Jo, bitteschön. Und bis die Tage, ne? Jo, tschüss. Ich muss noch einmal kurz was schreien. Ich bleib nur kurz hier stehen, so insofern das nicht behindern sollte. Ne? Ja, nee, passt schon. Okay, gut. Dann schönen Tag noch. Eventuell sehen wir uns ja nochmal. Tschüss. Ja, schon wieder am Üben. Moment, warte doch hier. Ja. Wegen. Was haben Sie sich denn so als Kreditsumme vorgestellt? Dann könnten wir ja überlegen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ja, so. Vielleicht 70.000, 80.000. Okay, wofür würden Sie denn das Geld brauchen? Also für ein Taxi-Fahrzeug. Ach, Sie wollen noch ein Unternehmen gründen?
Ja, also ich würde eben noch also als Taxiunternehmen noch nebenbei, eben weil Schäferei alleine ist halt jetzt nicht das Wahre, um Geld zu verdienen. Ich habe eben noch so ins Taxi-Geschäft und dann halt noch ein bisschen dazu zu verdienen. So, okay. Und halt so und das übrige Geld noch für ein, zwei Schafe oder so. Ja, Schafe brauchen sie ein paar mehr, weil sonst können sie damit nicht wirklich was anfangen, das ist richtig. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir uns auf jeden Fall nochmal, wenn es soweit ist, wenn wir wegen den Krediten uns beraten haben. Jo. Und dann geben wir ihnen Informationen, wie es denn ausschaut. Passt. Gut. Jo. Also, bis dann erstmal. Tschüss. Servus. So, da sind wir also doch wieder Gemeinderat geworden. Das freut mich ja. Kann ich wieder ein bisschen was mitentscheiden. Unternehmensfinanzierung. Das ist natürlich ein bisschen einfacher. Wenn der ein Unternehmen finanzieren möchte, dann kriegt man da einfach eine Finanzierung hin für die ganze Geschichte. So, passt das eigentlich hin? Mache ich das richtig? Ja, sieht gut aus. So, dann werden wir das Feld hier mal mit Mohn bestellen. Ich glaube, Mohn hat hier mit einem ziemlich guten Preis hier in Grünfeld. Hoffe ich zumindest. Einen Abnehmer für Wirtschaft findet man dafür jetzt erstmal nicht. Aber das sollte nicht ganz so wild sein. Wir können den auch erstmal so verkaufen. Oh, jetzt habe ich vergessen, jetzt bin ich hier falsch gefahren. Jetzt fahre ich mir hinten gleich die Fruchtblatt, das ist aber doof. Ich muss sagen, der Johnny hat gerade schon ein bisschen zu kämpfen. Eigentlich hätte ich auch gerne noch eine Parzelle, weil wir müssen irgendwann noch den Verkehrsübungsplatz einrichten. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Vor allem, wo ich das hinkriege. Vielleicht kriegt man das nach der Ernte hin. Je nachdem, was das LO uns für die Ernte abknöpfen will. Dem werde ich entscheiden, ob das LU bei mir erntet oder wie ich das mache. So. Ah, ich bin schon mal froh, dass ich nicht das LU zum Ansehen brauche und nicht zum Düngen, sondern dass ich das selber machen kann.
Hallo? 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 Hallo, Harry. Ah. Was ist los? Auch eingeflogen. Ja, ja. Hat er heute ein paar Probleme? Ja, das ist verständlich. Aber sonst alles gut bei dir? Ja. Das freut mich. Gras hier. Hä? Gras auf dem Feld. Da hat das der Schneider alles angefahren. Der war vorhin da. Der musste aber los zu einem Termin. Also vermutlich hat der da was gearbeitet. Ah ja, das Unkraut hat das auch weggebracht. Musste ihn mal anrufen und fragen. Hast du gehört? Den Schneider anrufen. Ja. Hey, servus, hey, krass, dass du anrufst, ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, der ist halt gerade nicht da, ja? Musst du den Schneider mal anrufen und fragen, ob der das gemacht hat. Ich schau mal kurz. Telefonisch ist er ja erreichbar. Schau mal kurz. Was? Okay, da ist einiges im Lager. Ja, ja, dann hat er bestimmt für dich das gemacht. Ich bin gerade am Ansehen. Ich hoffe mal, dass Mo einen guten Absatz findet. Geht in die Woche noch? 40. Noch 40? Ja. Jo, dann werde ich schauen, was ich habe. Jo. Tschüss.